Hallo Wuppertal, herzlich willkommen. Ich bin hier heute im Fight Club Wuppertal und neben mir ist der Werner Kreiskott, Europameister IBF, glaube ich, International Box Federation. Ist das richtig? Genau, und noch Europameister WBU, auch noch im Profiboxen halt. Ja. Ne? Gewisse diverse Titel auch schon im Kickboxen holen und sowas, aber jetzt ist meine Zielgerade oder mein Ziel erstmal so wirklich für Unruhe zu rong im Schwergewicht, im Boxen. Ne? Okay, jetzt warst du ja nicht immer, ich sag einfach mal, so seriös und solide, wie du es heute bist. Ich habe gehört, heute beispielsweise betreust du auch ganz viele Jugendliche hier, die so ein bisschen aus dem sozialen Brennpunkt herauskommen und wo du einfach sagst, es ist mir ein Anliegen, gerade auch aufgrund deiner Vergangenheit, herzugehen und zu sagen, ich will da helfen. Wie machst du das? Ganz klar, ich war nicht immer der Liebe oder solide, bin ich vielleicht auch heute immer noch nicht ganz, ne? Nur Fakt ist, habe halt Blödsinn gebaut, stehe ich auch zu, die Sache ist aber für mich abgehakt komplett, habe meine Lehre daraus gezogen, war halt auch inhaftiert, wie ja jeder weiß, und Ding ist aber für mich abgeschlossen und ja, ich habe so, dass ich sehr viele Jugendliche hier trainieren habe, gewisse auch, die, wo die Eltern vielleicht auch aus dem Brennpunkt haben, wo sie den Beitrag nicht leisten können, wo ich aber irgendwo mir denke, früher wärst du, ohne jetzt meinen Eltern Vorwurf zu machen, die haben ihre Arbeit super gemacht, und aber früher wäre ich vielleicht auch gerne irgendwo dahin gegangen und hätte die Unterstützung von einer gewissen anderen Respektperson, mein Vater war immer eine Respektperson, ist er heute noch eine Respektperson für mich, aber ich sag mal, ich habe, glaube ich, ein anderes Anliegen an die Jugendlichen, wie ich irgendwie schon mal gesagt habe, Eltern sind ja immer doof in allem drum und dran. Und ich denke mal, das kennst du vielleicht auch. Das hatten wir alle, glaube ich, so, ne? So, und deswegen denke ich mir, ist vielleicht besser, wenn die Jugendlichen genau wissen, können hier hinkommen, können auch mit mir über alles reden. Und dafür bin ich immer zu haben. Und weil ich finde, lieber komm hier hin, trainier, auch wenn du mir den Beitrag nicht zahlen kannst. Wir finden schon immer eine Lösung irgendwo. Und bevor du draußen rum so ein Blödsinn machst, das ist mein Spruch halt, ne? Also ich finde das ganz toll. Das ist ja nun mal nicht so typisch deutsch, ne? Also in Amerika ist das ja alles eine völlig andere Situation, aber in Deutschland hinkt das einem immer hinterher. Ich finde das sowieso ganz, ganz schlimm, dass man nicht irgendwann einfach mal einen Strich drunter machen kann und sagen kann, jetzt ist vorbei, es ist was anderes jetzt. Wie gesagt, typisch deutsch, aber vielleicht kann man da als Vorreiter auch noch ein bisschen was erreichen. Ich finde das super. Und am 9.5. verteidigst du jetzt den Europameisterschaftstitel im WBU und zwar in der Unihalle. Ist das auch richtig? Ganz genau. Es war ja eigentlich angedacht, den Titel der IBF zu verteidigen, aber da gab es jetzt leider, weil der Gegner, es gibt halt Verträge, die man halt abschließt mit den Verträgen, mit dem Verband, und der Gegner hat sich jetzt kurzfristig nicht an den Vertrag, also an Vertragsbruch begangen, hat sich nicht an Abmachung gehalten, hat nochmal kurzfristig einen Kampf vorher bestritten, den leider, ich weiß nicht, ob er verloren oder verletzt, auf jeden Fall klappt es nicht, er kann nicht antreten. Und da ich ja, wie gesagt, was mir eigentlich auch jeder nachsagen kann, Wuppertaler jung bin und ich da jetzt nicht irgendwie Wuppertal enttäuschen will und sage, pass mal auf, ich sage jetzt das ganze Event ab, es geht ja auch noch meine Jungs, die da kämpfen oder andere Kämpfer, die ich alle lange genug darauf vorbereitet haben, wollte ich jetzt nicht sagen, hör mal, ich lasse das Ding komplett in dem Bach schwimmen und guter Scheiß drauf, Entschuldigung, ne? Aber ich sag mal, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich habe noch für Ende des Jahres im Oktober noch eine Chance, in Mexiko zu kämpfen, um den WPU-Titel, der internationale Titel. Ja. Davor musste ich aber halt nochmal einen Interconti-Titel erreichen, halt den halt holen. Und das war eigentlich angedacht, dass ich das so im Juli oder August mache, nochmal, damit ich die Chance bekomme, nach Mexiko zu kämpfen. Da es aber jetzt so ergeben hat, haben wir uns dazu entschlossen, ich und mein komplettes Team, insbesondere auch meine Frau, weil die ist ja eine ganz große Rolle in der ganzen Sache, ne? Dazu entschlossen, dass ich das Event jetzt so alles bestehen lasse und einfach nur den Verband wechsle und jetzt den WBU Interkontinentaltitel boxe. Okay, also am 9.5. findet hier in Wuppertal die Titelverteidigung des WBU-Titels statt und Wuppertal, macht euch auf, kommt in die Unihalle, seht den Kampf. Ich war bei der IWF, bei der Europameisterschaft dabei, ich habe das gesehen, es war total super, eine super Stimmung, ganz toll. Hoffentlich wird es diesmal auch wieder so. Wir haben auch noch ein Gewinnspiel, dazu dann später etwas, damit ihr also auch noch Karten gewinnen könnt. Werner, ruf mal die Wuppertaler auf, dass sie sich wirklich da blicken lassen. Ja, mich würde es freuen, wenn umso mehr Wuppertaler kommen, umso mehr Stimmung haben in der Halle. Mich würde es natürlich freuen als Wuppertaler. Ich sag mal, ich gebe mir auch mal Mühe, wochenlang, monatelang vorher, dieses Event überhaupt in Wuppertal stattfinden zu lassen. Und deswegen würde es mich freuen, wenn auch wieder, so wie beim letzten Mal, sehr viele Wuppertaler hinkommen, die es beim letzten Mal nicht geschafft haben, weil es ja halt im Dezember war. Viele waren im Weihnachtsurlaub, können es dann jetzt dort blicken lassen. Und die Karten, die Vorwortadressen sind halt auf Facebook auch zu sehen. Da weiß man, wo man die Karten bekommt. Und ich hoffe halt, wie gesagt, dass es ein interessantes Event wird. Ich gebe mein Bestes, dass wir gewinnen und das hoffe ich mal. Und deswegen würde mich freuen, umso mehr kommen, umso besser, schöner wird's.
Also ich bin mir sicher, ganz viele Wuppertaler werden dort sein. Wir werden uns dort sehen. Ich werde nämlich auch dort sein, um den Werner anzufeuern. Und schaut euch auch mal die Internetseite an, die Facebook-Seite, die Facebook-Fanpage von dem Werner. Dort könnt ihr natürlich auch Fan werden. Und ja, ich bin mir sicher, wir sehen uns am 9.5. in der Unihalle hier in Wuppertal. Und Werner, ich freue mich ganz besonders. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für das Interview. Und schön, dass ihr die Sache unterstützt. Sehr gerne.